Ja, schönes Statement. Im Kino sieht man ihn gefühlt ständig und jetzt haben wir ihn endlich auch mal ganz privat bei uns. Schauspieler Ludwig Trepte. Was macht ihn aus? Was mag er und was es bei ihm vielleicht bald Neues gibt? Darüber haben wir gesprochen und getroffen haben wir ihn auf dem Fahrrad für den guten Zweck. Und da sind auch andere gern mitgeradelt. Ludwig Trepte hat sich direkt das sportlichste E-Bike ausgeliehen. Zusammen mit einigen Prominenten fährt der Schauspieler auf der Insel Usedom für den guten Zweck Fahrrad. Während sich die anderen schon auf den Weg machen, erhält der 33-Jährige letzte Instruktionen. Denn er ist zwar motiviert, hat aber noch keine Ahnung von der Materie. Ja, um ehrlich zu sein, bin ich noch gar nicht so richtig E-Bike-affin und erprobt. Und deswegen ist das auch für mich eine Premiere und ich habe da total Lust drauf, da ein paar Kilometer mit zu rocken. Und bin gespannt, wie sich der Esel heute tritt. Ohne je eine Schauspielschule besucht zu haben, stand Ludwig Trepte schon in vielen Filmproduktionen als Darsteller vor der Kamera. Wie vergangenes Jahr im Fernsehdreiteiler Unsere wunderbaren Jahre. Meistens ist es ja so, dass mich Figuren interessieren, die eigentlich alles verloren haben und im Begriff sind, alles wiederherzustellen, die Balance wiederherzustellen. Und der Übergang zwischen Totalverlust und wieder funktionieren im Leben und wieder die Balance finden, das interessiert mich am meisten. Die Balance findet der gebürtige Berliner auf dem E-Bike sofort. Er interessiert sich für alles, was fahrbar ist. Neben seinem Autoführerschein besitzt er noch weitere Lizenzen fürs Motorrad, Sportflugzeug und Sportboot. Ein Helikopterschein soll demnächst folgen. Auch wenn das E-Bike nicht schwimmen oder fliegen kann, ist Ludwig Trepte begeistert von seinem Drahtesel. Da steht natürlich auch irgendwie so ein bisschen der Sport noch im Fokus, die Geschwindigkeit und so ein bisschen das Adrenalin. Deswegen die Natur, also wo man fährt. Und deswegen, nein, das ist was anderes und macht genauso Spaß wie alles. Also alles für sich ist irgendwie spannend. Okay, alle bitte aufsitzen auf den Fahrrädern. Es geht weiter. Veranstalter der Aktion ist Schauspieler Till Demtröder. Die Teilnehmer erfahren Historisches über die Insel und erleben ein buntes Rahmenprogramm. Neben all dem Spaß vergessen die Prominenten allerdings nicht, warum sie an dieser Radtour teilnehmen. Auch Dieter Hallervorden ist mit 86 Jahren voll dabei. Trotz E-Bikes für mein Alter, also ganz unanstrengend ist es nicht. Aber es sollte ja einem guten Zweck dienen, insofern alles okay. Besser kann man es doch eigentlich nicht machen, indem man selber Freude hat und damit auch vielleicht anderen Menschen eine Freude machen kann oder das Leben vielleicht ein bisschen besser oder einfacher. Ich mache das hier, eine große Inszenierung für die gute Sache. Also wir sammeln hier sehr viel Spenden und vor allem sehr viel Aufmerksamkeit für die Arbeit der Welthungerhilfe und darum geht es mir hier. Anstatt die Pausen zur Erholung zu nutzen, beschäftigt sich Ludwig Trepte immer öfter mit seinem Handy. Fast bei jedem Stop telefoniert er minutenlang. Der Schauspieler nutzt die Zeit, um seine Arbeit zu erledigen, wie er uns erklärt. Drehvorbereitung für einen neuen Tatort, den ich in zwei Wochen anfange zu drehen. Und da muss man natürlich zwischendurch mal mit der Agentur und der Produktion sprechen. Das bietet sich ja hier an, bei der Location macht man das ja gerne. Also das ist das beste Office überhaupt, oder? Übrigens hat Ludwig Trepte auch seine kleine Familie mit nach Usedom gebracht. Während er für die Welthungerhilfe radelt, kümmert sich seine Frau im Hotel um die Kleinen. Gerade als junger Familienvater geht ihm das Schicksal hungernder Kinder besonders nah. Natürlich sind die eigenen Kinder immer auch ein Spiegel fürs eigene Verhalten. Und wenn man sieht, wie gut es ihnen geht, wünscht man sich natürlich auch, dass es einfach ein Gerechtigkeitssinn, den man hat, dass es anderen auch so geht. Das ist für mich selbstverständlich. Und deshalb hat er gemeinsam mit den anderen Prominenten am Ende die ursprüngliche Spendensumme noch auf 33.000 Euro mehr als verdoppelt.